Ja, meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des digitalen Deutschen Präventionstages. Gerne würde ich Sie heute persönlich im schönen Köln begrüßen. Und das würde wirklich was heißen, wenn ich das als gebürtiger Düsseldorfer sage. Doch im letzten Jahr haben wir nun gelernt, mit digitalen Tools umzugehen. Und ich denke, das schaffen wir dann auch heute in dem Vortrag Kooperative Sicherheitsarbeit in einem neuen Stadtraum, COSIT. Und das Vorhaben integriert quantitative und qualitative Forschungsmethoden wie kleinräumige Kriminalitäts- und Sozialstrukturanalysen, Bevölkerungsbefragung, Beobachtung, Interviews und niederschwellige Beteiligungsformate. Also ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das Ziel des Projektes ist quasi eine Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Sicherheits- und Präventionskonzeptes für das Umfeld des Wuppertaler Hauptbahnhofs. Gerne möchte ich Ihnen nun Frau Saskia Kretschmer und Herrn Dr. Tim Lukas vorstellen, die heute diesen Vortrag für Sie halten würden. Frau Kretschmer absolvierte von 2014 bis 2020 ihren Bachelor- und Masterstudiengang der Soziologie an der Bergischen Universität Wuppertal. In ihrer Masterarbeit untersuchte sie auf Grundlage einer in den Städten Düsseldorf, Leipzig und München durchgeführten Bevölkerungsbefragung, inwieweit soziale, kulturelle und ökonomische Ansätze zur Erklärung rechtspopulistischer Wahlentscheidungen beitragen. Also auch ein sehr hochaktuelles Thema. Seit August 2020 ist Frau Kretschmer am Lehrstuhl von Professor Dr. Friedrich an der Bergischen Universität Wuppertal als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Kooperation Sicherheit in Stadt Wilpersberg, wo sie beschäftigt. Davon werden wir heute noch einiges hören. Im Rahmen des Projektes untersuchte sie schwerpunktmäßig die Wirkung von Maßnahmen der Kriminalprävention und Stadtentwicklung auf Kriminalität und subjektives Sicherheitsempfinden. Neben der Kriminalprävention im öffentlichen Raum beschäftigt sich Frau Kretschmer vor allem mit den sozialen und politischen Mobilisierungen verschiedener Bevölkerungsgruppen sowie mit dem Wirkungszusammenhang zwischen Prozessen der Gentrifizierung und dem Empfinden und Handeln der davon Betroffenen. Als zweiten Vortragenden möchte ich Ihnen noch kurz den Werdegang von Herrn Dr. Lukas vorstellen. Bereits früh nach dem Studium der Soziologie an der Universität Bielefeld führte es Herrn Lukas in den Süden der Republik, nach Freiburg an das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, was heute unter dem Namen Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht firmiert. Weiterhin war er beschäftigt an der Universität Konstanz. Am MPI schrieb er seine Diplomarbeit zum Thema bauliche Sanierung als Kriminalprävention. Er ist also schon sehr früh mit dem Thema bauliche Kriminalprävention befasst. Am MPI war er ab 2002 weiter als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und beschäftigte sich mit den Themen wie Geldwäsche, Menschenhandel und elektronisch überwachter Hausarrest. Im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts Crime Prevention Carousel schrieb er seine Dissertation über die Möglichkeit städtebaulicher Kriminalprävention in Großsiedlungen. Seit 2011 ist Dr. Lukas Leiter der Abteilung Objektsicherheit am Institut für Sicherungssysteme und akademischer Rat im Fachgebiet Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an der Bergischen Universität Wuppertal. Hier widmet er sich vertieft dem Thema Sicherheit in der Stadt an der Schnittstelle zu Architektur, Stadtplanung und kriminalgeografischen Erkenntnissen. Die aktuellen Schwerpunkte seiner Arbeit bilden die Erforschung von Ambivalenzen in der Sicherheitsgesellschaft sowie der Untersuchung der Schnittstellen zwischen städtebaulicher Kriminalprävention und urbaner Resilienz. Bevor wir jetzt mit dem Vortrag starten, möchte ich Sie bitten, sollten Sie Fragen haben, möchte ich Sie bitten, die in den Chat zu schreiben. Ich werde das Ganze etwas mitbeobachten und am Ende des Vortrages möchte ich diese etwas zusammenfassen und dann quasi in den Raum stellen. Das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein und ich übergebe an Dr. Tim Lukas. Ja, Julian, vielen Dank. Wir duzen uns, das darf man hier ja sagen. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit am MPI in Freiburg. Ich glaube, erinnern wir uns beide gerne zurück, wobei mir der neue Name des Instituts nicht so flüssig über die Lippen kommt wie dir, glaube ich. Wir auch nicht. Okay. Gut. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich erstmal ganz sehr stark, dass wir hier die Gelegenheit haben, Ihnen unser Projekt aus Wuppertal vorzustellen, unser Projekt COSIT zur kooperativen Sicherheitsarbeit am Döppersberg und in der Elberfelder Innenstadt.
Ich werde zunächst einen kleinen Überblick geben über den Projekthintergrund und dann wird Saskia Kretschmer übernehmen und die Datenbasis und erste empirische Befunde vorstellen. Und ich übernehme dann nochmal die Präsentation, um Ihnen so einen kleinen Ausblick und Einblicke in unsere Transferstrategie zu geben. Vielleicht zum Projekthintergrund. Wenn man nicht aus Wuppertal kommt, ist einem der Begriff Döppersberg vielleicht nicht unbedingt vertraut. Julian Pritsch hat es eben schon gesagt, so, das ist der Bereich um den Wuppertaler Hauptbahnhof. Und dieser Bereich ist in der Vergangenheit eigentlich ein, ja, man kann sagen, ein Kind der autogerechten Stadt und der Stadtplanung der 1960er Jahre gewesen. Sie sehen das hier auf der linken Seite. Bild dieses diesen Tunnel. Dieser Tunnel, im Volksmund wird er auch Hahnröhre oder, ich sage es in Anführungsstrichen, Pissröhre genannt, weil es da halt eben entsprechend auch immer roch. Es war ein Ort, der in den vergangenen Jahren doch sehr, sehr stark verwahrlost war. Das hatte etwas damit zu tun, dass die Neugestaltung in Aussicht gestellt wurde und man in dieser Zeit ja dann eigentlich überhaupt nichts mehr gemacht hat an diesem Ort und entsprechend sah es dann eben aus. Die Stadt Wuppertal hat ein sogenanntes Angstraumkonzept oder jetzt seit neuestem heißt es Angstfreiraumkonzept, in der bestimmte Orte im Stadtgebiet ja nach Angst- und Unsicherheitsgefühlen markiert und geratet werden. Und dieser Döppersberg oder die Alte Freiheit heißt es offiziell, ist eben der Ort gewesen, der dieses in diesem Angstraumkonzept die Liste der Angstorte halt eben angeführt hat. Also als deutlich angstbesetzt markiert wurde. Wir haben dann in den vergangenen Jahren eine Entwicklung gesehen, in der der Döppersberg komplett neu gestaltet wurde. Und zwar als eine Visitenkarte oder als ein Tor zur Innenstadt, zur Elberfelder Innenstadt. Sie sehen hier auf der rechten Seite aktuellere Bilder des neuen Döppersbergs. Also es ist hat mit dieser Situation von vor einigen Jahren wirklich gar nichts mehr zu tun. Ich denke, so eines der hervorstechendsten Merkmale ist, dass die Menschen aus dem Tunnel herausgeführt wurden und nun heute über eine Brücke in die Elberfelder Innenstadt geführt werden. Also es ist ein neuer Stadtraum entstanden, mitten in der Innenstadt. Und für diesen neuen Stadtraum wird ein Sicherheitskonzept gesucht. Und im Rahmen des Projektes COSIT, Kooperation Innenstadt Sicherheit Döppersberg, Sicherheit Innenstadt Döppersberg entwickelt. Und dieses Projekt geht zurück auf eine Initiative auch des Wuppertaler Polizeipräsidiums. Und wir haben innerhalb dieses Projektes die Projektkoordination übernommen und begleiten die Entwicklung des Sicherheitskonzeptes einerseits wissenschaftlich und andererseits auch anwendungsorientiert, indem wir den Projektverbund koordinieren. Und wir haben verschiedene Partner in diesem Projekt. Das ist zum Beispiel natürlich die Sicherheitsakteure von der Polizei, vom Polizeipräsidium Wuppertal, aber auch die Bundespolizei, das Ordnungsamt, das Sozialamt, die Verkehrsbetriebe, die Deutsche Bahn sind dabei, aber eben auch Akteure aus dem Bereich der sozialen Arbeit, nämlich die Suchthilfe und die Diakonie sind dabei, gleichzeitig aber auch der Einzelhandel, also die IHK und die Interessensgemeinschaft der Elberfelder Kaufleute sind ebenso dabei wie beispielsweise die Stadtsparkasse Wuppertal. Wir haben das Projekt im April 2019 begonnen, die läuft seit 3 Jahren bis Ende März 2022. Wir haben also die Hälfte der Projektlaufzeit bereits überschritten. Und im Grunde kann man sagen, ist dieses Projekt COSIT eigentlich eine Art Ausfluss oder Anknüpfung an das BMR-Forschungsprojekt Sieber Sicherheit im Bahnhofsviertel, das wir gemeinsam mit der Stiftungsprofessur für Kriminalprävention und Risikomanagement an der Uni Tübingen durchgeführt haben. Und im Grunde genommen ist COSIT der Versuch, die Erkenntnisse aus dem Sieber-Projekt anwendungsbezogen auf Wuppertal zu übertragen. Ich will ganz kurz auf die Ziele nochmal eingehen. Julian Pritsch hatte sie eben schon genannt. Also es geht im Grunde genommen um die Abstimmung von Sicherheitsverantwortlichkeiten hier in diesem neuen Stadtraum. Es geht um die wissenschaftliche Begleitung und vielleicht Ableitung generalisierbarer Maßnahmen, die auch in anderen Städten genutzt werden können. Und um, das können Sie sich vorstellen, so ein
Konsortium aus so heterogenen Akteuren braucht eine gute Moderation und Aushandlung von unterschiedlichen Interessen. Und das ist eben die Rolle der Bergischen Universität, die wir als eine Art neutraler Partner dort einnehmen. Wir betrachten Sicherheit in einem sehr umfassenden Verständnis. Also es geht nicht nur um kriminalitätsbezogene Unsicherheiten und Sicherheiten, sondern eben auch um soziale Unsicherheiten. Denken Sie an die Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, die sich im Umfeld von Hauptbahnhöfen aufhalten, die dort ihren Lebensmittelpunkt haben, die natürlich dem Einzelhandel beispielsweise dort eher ein Dorn im Auge sind. Aber wir betrachten eben auch diese Menschen und deren Sicherheitsbedürfnisse im Rahmen des Projektes. Und es geht eben um den nachhaltigen Erhalt der urbanen Vielfalt in diesem Raum. Also es geht um Lebensqualität, Attraktivität, objektive und subjektive Sicherheit, aber eben das für alle Nutzerinnen und Nutzer in diesem Stadtraum. Wir haben dort in dem Projekt dann verschiedene Arbeitspakete aufgesetzt. Die brauche ich jetzt nicht im Einzelnen durchzugehen. Wichtig ist, dass wir in AP1 die Projektsteuerung übernommen haben von Seiten der Universität Wuppertal und dann die objektive Sicherheitslage anhand von PKS-Daten und Ordnungswidrigkeiten analysieren und zu den subjektiven Sicherheitsgefühlen eine Befragung durchgeführt haben. Auf diese Aspekte geht meine Kollegin Saskia Kretschmer gleich nochmal ein, während ich dann nochmal gleich auf die Maßnahmen und die öffentlichkeitswirksame Kommunikation im Projekt eingehe. Und ich übergebe dann an dieser Stelle erstmal an Saskia Kretschmer. Genau, ich hoffe, es klappt alles. Ich habe hier gerade schon eine Anzeige bekommen, dass das Internet dann doch wieder ein bisschen Probleme hat. Trotzdem, also einfach gerne melden, wenn es dann irgendwie abbricht. Ich versuche es aber einfach mal. Genau. Aufbauend auf den Arbeitspaketen 2 und 3 der empirischen Datenerhebung haben wir folgende Datenbasis dann im Projekt COSIT verankert. Dazu gibt es einmal objektive, aggregierte Daten auf der Metaebene quasi, die wir vor allem von der Polizei, aber auch von der Stadt selbst zur Verfügung gestellt bekommen oder durch Portale nutzen können wie offene Daten Wuppertal. Das sind dann Daten, die die Sozialstruktur speziell betreffen, Ordnungswidrigkeiten, aber auch Straftaten, also klassisch die PKS, die Eingangsstatistik der Polizei, die wir nutzen können, um im Untersuchungsgebiet Tendenzen zu erkennen. Dann beziehen wir unser Wissen aber auch natürlich aus fachspezifischen Expertenwissen. Das bedeutet Einzelpersonen und Institutionen, die uns dabei helfen, eine besondere Perspektive auf das Untersuchungsgebiet einzunehmen. Dazu führen wir Begehungen und Beobachtungen durch im Untersuchungsgebiet, um vor allem auch die, den städtebaulichen Eindruck dahingehend zu gewinnen und mit unterschiedlichen Brillen quasi durch das Untersuchungsgebiet zu gehen. Gleichzeitig haben wir auch Interviews durchgeführt, genau. Da sind wir gerade noch mitten in der Erhebung. Wir haben schon bereits einige Interviews mit Sicherheitsakteuren durchführen können, aber auch schon mit der Städteplanung und einzelnen sozialen Trägern. Hier wollen wir aber auch neben den Experten Bewohnerinnen und Bewohner befragen, sowie eben Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, um auch wirklich alle Perspektiven auf das Bahnhofsviertel mitzunehmen. Genauso dazu gehört die subjektive Wahrnehmung der Bevölkerung. Dazu gehören auch noch Workshop-Formate, die jetzt hoffentlich im Sommer anstehen. Da hat Corona uns natürlich auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Digitale Formate sind nicht so ganz das Wahre, gerade wenn man irgendwie marginalisierte Personengruppen versucht zu erreichen. Da hoffen wir aber in diesem Sommer noch ein bisschen nacherheben zu können und das zu realisieren. Und dann ganz frisch gibt es die Befragungsdaten. Wir haben Anfang des Jahres die Bevölkerungsbefragung durchgeführt mit den Wuppertalerinnen und Wuppertalern. Da sind wir bei einem Rücklauf von 1.762 Fragebögen, was uns natürlich sehr freut, weil es eine ganz anständige Datenbasis ist, in dem wir auch nochmal die Perspektive der Wuppertalerinnen und Wuppertaler mit aufnehmen. Genau, das ist quasi unsere Datenbasis, mit der wir auch jetzt die ersten Ergebnisse teilen. Genau, dazu haben wir Ihnen das hier einmal mitgebracht. Um erstmal bei den objektiven Daten zu bleiben, vielleicht nur als Einordnung. Der eine oder andere kennt Wuppertal ja nicht so gut. Das Untersuchungsgebiet ist speziell von folgenden Indikatoren gekennzeichnet. Zum Vergleich einmal die Werte auf Gesamtstadtebene und zum Untersuchungsgebiet. Da erkennen wir ganz deutlich, dass vor allem der AusländerInnenanteil und der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund relativ hoch ist im Untersuchungsgebiet im Vergleich zur Gesamtstadt. Das bedeutet, wir haben dort eine
starke Heterogenität, gerade was die Ethnien angeht. Das heißt, verschiedene Personen treffen im Untersuchungsgebiet aufeinander. Gleichzeitig handelt es sich im Untersuchungsgebiet auch um einen sehr deprivierten Stadtteil. Das heißt, wir haben eine hohe Arbeitslosenquote, die fast doppelt so hoch ist wie auf Gesamtstadtebene. Gleichzeitig auch eine erhöhte SGB-II-Quote. Wir haben also einen hohen Anteil an einkommensschwacher Haushalte. Zudem lässt sich noch ergänzen, dass wir generell im Untersuchungsgebiet natürlich eine höhere Personendichte haben. Wir haben insgesamt kleinere Wohneinheiten, also mehr Einpersonenhaushalte. Und natürlich, was so im innerstädtischen Bereich immer irgendwie kennzeichnet ist, ein hoher Anteil an Gewerbe und Einzelhandel. Also wir haben eine ganz spezielle Struktur, die das Quartier kennzeichnet und natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich bringt, gerade was Quartiersarbeit oder die Identifikation mit dem Stadtteil mit einbezieht. Zur objektiven Sicherheitslage, also einmal um die Kriminalitätsstrukturen so ein bisschen zu verstehen vom Untersuchungsgebiet. Also Sie sehen auf der Karte einmal das Untersuchungsgebiet hier rundherum und im Speziellen hier vorne ist der Döppersberg, also das ist der Bahnhofvorplatz, der dann auch neu gestaltet worden ist. Und die Elberfelder Innenstadt, da passiert jetzt noch relativ viel, aber die ist bisher noch, noch nicht so ganz neu gestaltet wie der Döppersberg. Wir haben jetzt hier beispielsweise einmal einen Längsschnitt quasi mitgebracht von drei verschiedenen Zeitpunkten, 2009, 2014 und 2018, zur Straßenkriminalität, also der Siebenschlüssel der PKS, alle Straftaten im öffentlichen Raum, so Diebstahl, Raub, sexuelle Belästigung und Sachbeschädigung aufsummiert. Und auf der Karte sehen Sie dann an der roten Stelle quasi eine Verdichtung dieser aufkommenden Straftaten. Also es sind alle registrierten Straftaten, die bei der Polizei aufgenommen worden sind. Und anhand der Einfärbung sehen Sie, wie viele an dieser Stelle aufkommen. Das ist natürlich immer ein bisschen in Relation zu sehen. Also wir sprechen jetzt hier nicht von wahnsinnig vielen Straftaten, nur weil das jetzt rot ist, macht das so ein bisschen den Anschein. Aber insgesamt, wenn man die Fläche vergleicht, ist hier halt ein verstärktes Aufkommen. Für 2009 sehen wir da an der Stelle, dass der Döppersberg auch sogar dunkelrot eingezeichnet ist, genauso wie die Alte Freiheit. Das ist hier quasi der innerstädtische Vorplatz. Und über den Zeitverlauf, ich klicke jetzt mal einen weiter, ich hoffe, man erkennt es, sehen wir hier schon mal eine kleine Verlagerung. Also die Alte Freiheit ist ein bisschen dunkelroter geworden, der Döppersberg dagegen etwas heller. Wir haben hier noch vereinzelt kleine Dynamiken, auch nochmal Verlagerung. Und für 2018, also quasi nach dem Umbau oder mit Abschluss des Umbaus, sehen wir hier, dass es viel heller ist und wir nur noch einen dunkelroten Fleck bei der Alten Freiheit haben. Also insgesamt sehen wir eine Verlagerung der registrierten Straßenkriminalität weg vom Döppersberg, der jetzt mittlerweile ja eine sehr freie, große, helle Fläche ist, hin zur Alten Freiheit, also in den innerstädtischen Bereich. Das nun mal so als Kontext. Genau, diesen Eindruck wollen wir natürlich auch auf das subjektive Unsicherheitsgefühl hin untersuchen. Dazu führen wir regelmäßig Begehungen, strukturierte Begehungen mit den ExpertInnen aus dem Projektverbund durch. Sie sehen hier auf der linken Seite einmal unser Begehungsschema, in dem wir Raummerkmale erfasst haben, die man dann an bestimmten Orten am Döppersberg einmal beurteilen kann. Also wir haben insgesamt 7 Orte am Döppersberg, die wir da dahingehend untersuchen, um so auch vielleicht einen Zeitverlauf zu erstellen und auch Defizite damit zu identifizieren, was man vielleicht noch verbessern kann in den Orten. Beispielhaft haben wir an dieser Stelle einmal eine kleine Wordcloud mitgebracht aus den ersten Begehungen in der Bahnhofsmall. Die sehen Sie hier oben ganz klein. Was vielleicht das Bild trotzdem, auch wenn es so klein ist, zeigt, ist, dass es sehr hell ist, sehr gut ausgeleuchtet. Vielleicht auch, mag der eine oder andere sagen, ein bisschen steril. Diese Eindrücke finden wir dann auch in der Wordcloud wieder. Wir haben hier Begriffe wie sauber, überschaubar, verständliche Raumteilung. Kritisiert wird, dass zum Beispiel keine Sitzgelegenheiten gibt. Die wurden jetzt mittlerweile dort angeschafft. Das werden wir dann also in den zukünftigen Begehungen auch sehen. Aber insgesamt ist der Eindruck von der Bahnhofsmall, den wir beispielsweise mitgebracht haben, sehr gut und sehr positiv. Gleiches zeigt sich auch schon in unseren Experteninterviews. Wir haben dazu
zum Beispiel hier Auszüge aus den Interviews mit dem Ordnungsamt und mit der Stadtplanung mitgebracht. Aber das zieht sich in allen Interviews so durch, dass der neue Döppersberg wirklich als hell, freundlich, offen und sauber wahrgenommen wird. Also es wird immer davon gesprochen, dass sich die Investition gelohnt hat, dass es notwendig war und dass allgemein eine Verbesserung einfach wahrgenommen wird. Ich meine, man konnte zu der, Tim hat es genannt, Harnröhre, nicht viel falsch machen wahrscheinlich, aber insgesamt hat sich der positive Eindruck auf jeden Fall gefestigt und es wurde auch viel richtig gemacht. Gleichen Eindruck finden wir dann auch in der Bevölkerungsbefragung. Wie eben schon angekündigt, die Daten sind ganz frisch. Wir haben die erst vor 2 Wochen bekommen, weil die Befragung Anfang des Jahres stattgefunden hat. Und dazu haben wir eben quasi erste Ergebnisse jetzt einmal frisch mitgebracht. Auf der Folie sehen Sie einmal eine Itembatterie, die wir so abgefragt haben. Da sehen Sie Eigenschaftspaare, die sich immer gegenüberstehen. Und wir haben die Wuppertalerinnen und Wuppertaler gefragt, inwieweit sie den Döppersberg genau wahrnehmen. Zur Erklärung vielleicht, die türkisen Balken sind das arithmetische Mittel aus allen Nennungen und das orangene Kreuz ist quasi der Median, weil der ja ein bisschen weniger anfällig für so Ausreißer ist. Wir haben ihn jetzt an der Stelle mal beides mitgebracht, um so einen generellen Eindruck von der Wahrnehmung mitzubringen. Wir sehen daraus, dass der Döppersberg durchweg eigentlich als sehr positiv wahrgenommen wird, also auch bei den Wuppertalerinnen und Wuppertalern wird er als weitläufig, sauber, übersichtlich, sicher, hell, attraktiv, belebt und einladend beschrieben. Bei laut und ruhig haben wir so eine leichte Tendenz zu laut, aber weder laut noch ruhig ist ja auch eigentlich eine ganz gute Beschreibung für einen öffentlichen Platz. Und was uns vor allem wunderte, aber auch natürlich freut, ist, dass der Döppersberg trotz Corona wirklich belebt war. Also das sehen wir auch immer in den Begehungen, trotz Lockdown, Shutdown, dass der Einzelhandel nicht offen war, war am Döppersberg eigentlich immer noch was los. Also klar, es ist halt auch nochmal ein Transitort, aber es wurde sich auch dort aufgehalten und wenn schönes Wetter war, auch in der Sonne gesessen, was uns natürlich freut, weil es ja eine positive Belebung ist. Genau. Dann haben wir auch noch das Unsicherheitsgefühl der Befragten mitgebracht. Da lässt sich dieses Bild auch ein bisschen weiter verstärken. Wir haben dazu abgefragt, wie sich die Menschen fühlen am neuen Döppersberg, insgesamt in der Elberfelder Innenstadt und dann nochmal speziell an den Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Dann natürlich wieder die Gegenüberstellung zwischen nachts und tagsüber. Generell, die Tendenzen sind, denke ich, eindeutig, dass man sich nachts natürlich ein bisschen unsicherer fühlt als tagsüber. Aber wenn wir uns jetzt einmal die Werte tagsüber anschauen, dann sehen wir, dass die Mehrheit der Befragten sich sowohl am Neuen Döppersberg als auch in der Elberfelder Innenstadt und an den Haltestellen sehr oder eher sicher fühlt. Vor allem am Döppersberg sind die Werte hier sehr hoch. Wir haben hier 42% und in der Elberfelder Stadt 37% der Menschen, die sich sehr sicher fühlen. Nachts zeigt sich ein bisschen ein ähnliches Bild. Vor allem am Döppersberg fühlen sich die Menschen sehr oder eher sicher, also immer noch mehr als in der Elberfelder Innenstadt. Genau, und relativ sicher finden sie sich auch an den Haltestellen. So, dann haben wir jetzt natürlich sehr viel positives Feedback zum Döppersberg bekommen. Dann ist aber jetzt die Frage, okay, was können wir denn trotzdem vielleicht noch ein bisschen besser machen? Deswegen haben wir auch in unserer Befragung unter anderem Physical Disorder oder die Wahrnehmung von bestimmten Personengruppen abgefragt, also generelle Disorder oder Incivilities, die sich natürlich auch auf das Sicherheitsempfinden auswirken können, um vielleicht auch mögliche Probleme oder mögliche Einschränkungen irgendwie festzumachen, damit wir da auch gerne nachsteuern können. Da zeigt sich, ich habe das mal hier ein bisschen markiert, dass vor allem Schmutz und Müll noch wahrgenommen wird. Also hier haben wir einen relativ hohen Anteil an Menschen, die das relativ häufig wahrnehmen. Da lässt sich vielleicht zur Erklärung sagen, diese Frage bezieht sich komplett auf das Untersuchungsgebiet, nicht nur auf den Döppersberg, weil der Döppersberg wird insgesamt als sehr sauber wahrgenommen. Da macht die Stadt auch einen guten Dienst, was die Müllentsorgung angeht.
Aber das bezieht sich aufs ganze Untersuchungsgebiet und die Elberfelder Innenstadt wird deswegen vermutlich noch ein bisschen schmutzig wahrgenommen. Dann ein großer Punkt, der auch uns im Projektverbund schon häufiger untergekommen ist, ist der Leerstand. Sowohl in der Elberfelder Innenstadt als auch noch am Löffersberg gibt es noch Ladenlokale, die leer stehen. Da wird natürlich händeringend nach einem Mieter gesucht, aber das ist ja auch immer so eine Sache zwischen Investoren, also Mieteinnahmen und was möchte man am Löffersberg denn überhaupt haben. Dazu aber gleich vielleicht noch ein bisschen mehr, was wir uns dazu gedacht haben. Und bei den Personengruppen werden vor allem Menschen mit Lebensmittelpunktstraße am Löffersberg und in der Innenstadt wahrgenommen und auch Gruppe von Jugendlichen, die wir auch schon im Projektverbund, also die sind uns auch schon begegnet, da sie sich vorrangig vor dem Einkaufszentrum in der Innenstadt aufhalten. Und das haben wir natürlich auch schon im Projektverbund wahrgenommen. Und dazu wird Tim jetzt noch ein bisschen was erzählen, was dann so unsere Maßnahmen waren, um mit diesen, ich will jetzt nicht Probleme sagen, aber mit diesen Phänomenen umzugehen. Also ein wichtiger oder ganz zentraler Aspekt in diesem Projekt ist halt eben, dass wir nicht nur sozusagen unsere Forschung vom Schreibtisch aus machen und Fragebögen verschicken und sie zurückbekommen, sondern dass wir tatsächlich in die Maßnahmenplanung auch hineingehen. Und woran wir uns eben stark orientieren wollen, ist der Sieber Werkzeugkasten. Ansonsten, also der Werkzeugkasten, den Sie vielleicht bereits kennen, ist ein Instrument, ist eine Übersicht mit über 200 Maßnahmen, die dort aufgeführt werden, zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Wir haben da eben subjektive Sicherheit, subjektiv unerwünschte Verhaltensweisen, Kriminalität, Aufenthaltsqualität, Sauberkeit, Bahnhofsviertel im Wandel und die institutionelle Verankerung und Bürgerbeteiligung. Sie können sich das Dokument auf der Homepage der Stiftungsprofessur für Kriminalprävention und Risikomanagement gern herunterladen. Und wir versuchen im Projekt eben mit diesem Werkzeugkasten auch zu arbeiten und Maßnahmen auf dieser Basis mit den Akteuren in Wuppertal abzustimmen. Und ich will Ihnen nur mal so eine kleine Auswahl geben, was wir bislang gemacht haben. Beispielsweise haben wir eine Schaufensterbefragung durchgeführt. Also es gibt, Sie wissen, Wuppertal ist Schwebebahnstadt und eben am Döppersberg, der Döppersberg ist ein Verkehrsknotenpunkt, eben das ist der Bahnhof, der Hauptbahnhof und aber eben auch die zentrale Umsteigestelle, nämlich der Schwebebahnhof an diesem Ort. Und dieser Schwebebahnhof ist hat unten so eine Ladenpassage, die zuletzt halt sehr viel Leerstand aufwies und gemeinsam mit den Wuppertaler Verkehrsbetrieben haben wir dort eine Schaufensterbefragung durchgeführt an mehreren Zeitpunkten. Das soll auch jetzt in der Zukunft noch weiter fortgeführt werden. Und wir haben die Fenster beklebt eben mit Fragen zum Image des Döppersberges, mit Fragen auch zur Sicherheit, zur Sicherheitswahrnehmung. Und die Menschen, die sich dort aufhalten, Passantinnen und Passanten, waren halt eben dazu aufgerufen, mit solchen roten Klebepunkten ihre Meinung eben dort an dieser Stelle kundzutun. Das hat also sozusagen zu einer zusätzlichen Belebung geführt. Wir haben dann auch in diesem Schwebebahnhof im Vorfeld bereits mehrere Begehungen gemacht. Die Wuppertaler Verkehrsbetriebe haben daraufhin auch die Beleuchtungssituation im Schwebebahnhof verändert, also letzten Endes auch sozusagen Maßnahmen getroffen, die auf das Sicherheitsgefühl einwirken. Ein anderer Aspekt war, dass im Sommer, Frühjahr des vergangenen Jahres, also sehr viel Klagen über das Wildurinieren oder Wildpinkeln im Umfeld des Döppersbergs gegeben hat oder insbesondere im Umfeld dieses Schwebebahnhofs. Wir haben dann dort auch eine Begehung gemacht und konnten das ebenfalls feststellen und das Sozialamt der Stadt Wuppertal hat sich dann bereit erklärt, ein mobiles Urinal dort hinzustellen. Das ist in der Tat nicht schön, man sieht das hier auf den Fotos, aber da es sich da um eine Baustelle handelte, konnte man sozusagen dieses Urinal mit solchen Werbeplakaten halt abschirmen, sodass es eben nicht an den Bauzäunen, dass es eben nicht sichtbar war. Und das ist auch eigentlich niemandem aufgefallen, bis dann im letzten Jahr ein großer Sturm kam und diese Werbeplakate an den Bauzäunen halt entfernt werden mussten. Und auf einmal gab es einen riesen Aufschrei. Ja? Was macht dieses Urinal, dieses Dixie-Urinal dort an dieser Stelle? Und
Man hat das dann aber sehr schnell wieder in den Griff bekommen. Nach dem Sturm konnte man das wieder aufstellen. Das Urinal wurde auch sehr gut angenommen von der Szene. Das Problem ist, dass eben die Baustelle jetzt halt eben sozusagen, ja, also es gibt die Möglichkeit nicht mehr, die Fläche sozusagen nicht mehr, um dieses Urinal dort aufzustellen. Das heißt, es musste dann leider wieder entfernt werden. Und die Situation wird sich aber in den kommenden Monaten auch ändern, weil direkt am Döppersberg ein Tagestreff, ein Tagescafé für Suchtkranke entsteht, das halt vorher dort auch bereits gewesen ist. Und das jetzt eben nach dieser Bauphase halt dort wieder einziehen wird an einer neuen Stelle. Das sind sozusagen mal zwei Maßnahmen. Oben geht es noch darum, dass irgendwie an den neuen Flächen, an den Wänden dort, da sind solche dünnen Stahlstangen angebracht worden. Das ist insofern problematisch gewesen, dass die halt irgendwie in der Zwischenzeit zerstört wurden. Wir haben dann auch dort eine Begehung gemacht, zusammen mit den Partnerinnen und Partnern im Projekt. Und Polizei hat dann dort vermehrt Streifendienste gelaufen, genauso wie das Ordnungsamt. Und inzwischen ist das eigentlich auch kein Problem mehr. Das viel größere Problem an dieser Stelle ist eigentlich eher, dass dieser Sandstein, der dort verwendet wurde, inzwischen anfängt zu bröckeln. Und man inzwischen die gesamte Fassade halt mit solchen Netzen hat abhängen müssen. Also das ist sehr, sehr schade, aber im Grunde genommen kein Problem kriminalitätsbezogener Sicherheit. Aber so sieht es aus, dass wir halt versuchen, irgendwie konkret mit den Partnerinnen und Partnern halt an Maßnahmen zu arbeiten, die miteinander abzustimmen und dann eben auch umzusetzen. Wichtig ist uns, dass wir jetzt im Verlauf es sind ja jetzt nur noch wenige Monate, die das Projekt laufen wird, dass wir halt einmal die gewonnenen Daten auswerten, dass wir aber auch weiterhin noch Interviews durchführen, Workshops sollen noch durchgeführt werden. Wir wollen noch zusammen mit den Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße niedrigschwellige Angebote schaffen, in denen wir halt auch über deren Unsicherheits- und Sicherheitsgefühle stärker sprechen. Wir wollen noch Zukunftswerkstätten mit Bürgerinnen und Bürgern durchführen. Und wir haben ein sehr starkes Augenmerk eben auf Fragen des Transfers auch gelegt. Wir haben also im vergangenen Jahr, vielleicht ist Ihnen das bekannt, einen Artikel im Forum Kriminalprävention. Wir haben verschiedene Veranstaltungen gemacht. Das Projekt wird unter anderem gefördert vom Innenministerium NRW. Also Herbert Reul hat uns die Ehre gegeben, das als Podiumsgast bei unseren Veranstaltungen dabei zu sein. Wir haben aber auch den SPD-Bundestagsabgeordneten Helge Lind zu Gast gehabt. Da haben da Dinge oder das Projekt vorstellen können und versuchen halt auch mit Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise Begehungen durchzuführen. Wir haben eine Kooperation jetzt im Herbst mit der Volkshochschule in Wuppertal, wo wir versuchen, halt eben auf diese Art und Weise auch Bürgerinnen und Bürger stärker in den Prozess einzubeziehen. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie Interesse an unserem Projekt gewonnen haben, können wir Ihnen gerne Poster oder auch hier unseren Projektflyer auf Anfrage zur Verfügung stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Thank you.